Ja, vielleicht noch ein Reiter und eine Kanone dazu. Das passt dann schon. Was nicht ganz so traurig ist. Die Belagerung ihrer mächtigen Festung gar nicht so lange dauert. Goldenes Zeitalter, was? Mit Rivalen, also Spanien. Spanien ist ja der Rivale von Russland. Wir eigentlich 0 Geld jetzt haben? Hä, ich mach doch nicht 0 Geld. Mach doch 35. Wie bist du da? Wenn du das sagst, also, wie nehmen wir denn da jetzt? Nehmen wir dich? So, was macht dein Kolonialkrieg? Die sind alle beendet. Oh. So, bitte abfangen den Typen. Komm schon. So, wieder Platz 3, da wo ich hingehöre. Jetzt cheatest du die ganze Zeit. So, damit mal aufhören zu cheaten. Ist natürlich entkommen. Was? Nein, schon wieder maximal Punkte erreicht. Ich übersehe das immer wieder. Ja, können wir korrigieren, Moment. Oh, jetzt erschöpfen sich meine Goldminen. Ah, das ist aber ärgerlich, ne? Du hast ja gar kein Geld mehr. Also sag Bescheid, wenn ich mich vorbereiten soll für irgendeinen Krieg gegen Niederlande oder so. Ja. Ich muss nur kurz diese eine Provinz da einnehmen mit enormer Entwicklung. Und wir sind wieder, so wie sie es gehört, auf Platz 3. Perfekt. Aha. Kann ja nicht sein, dass diese stinkende... Ich bleib mal dran. Mit seinen krummen Pyramiden da. Das wir hatten ja noch, ich müsste nicht zu ihm kommen. Handarbeit bei mir. Handarbeit.
Kannst du keine Pornos während des Let's Plays gucken. Oh, schade. Kurz diesen Trupp hier wegmähen und dann können wir eine weitere Provinz hinzufügen. Yay. Wunderbar. Das ist jetzt schwieriger. Weil die haben schon mehr Truppen. Ich müsste hier, glaube ich, Truppen hinschieben. Oder mehr bauen. Ich glaube, ich baue die da drüben einfach. Kann man Nokorot. Oh, man kann Nokorot inzwischen angreifen. Ja, das ist ja schön. Endlich geht's mal hier vorwärts. Oh, meine Truppen drillen ja gar nicht. Perfekt. Riga würde mitkommen. Scheiße. Das wäre prinzipiell geil, aber... Ich nehme an, dass du nicht gerade vorhast, Krieg zu erklären. Nein, gut. Nein, noch nicht. Muss ich mal kurz Truppen verschieben. Wo bin ich denn halt? Hier rechts ist das ja, ne? Ausbauen. Mal ein paar Gebäude bauen, dass hier Kohlen reinkommt. Hey, 79, 92 von meinen Goldflotten. Könnt ihr den Wohlstand spüren, liebe Bürger? Ich auch nicht. Wen habe ich denn da drüben eingesetzt? Charles irgendwas? Oh, Staatsehe mit Österreich ist vorbei. Suchst du immer noch einen Verbündeten? Nö. Okay. Dann nicht. Eigentlich. Ich könnte noch einen dritten, aber. Erstmal nicht. Ich bin gerade im Krieg. Ist gerade schlecht. Bitte mal schneller laufen hier. Stettin kann ich nicht. Schade. Weil ich könnte es vasalisieren vielleicht. Ja, dann hat sie das auch erledigt. Dann würde ich wahrscheinlich einfach die Kackpizza da unten vasalisieren. So, Truppen sind da. Gucken wir nochmal kurz.
Hoffen, dass nichts schief geht. Und dann ging alles schief. Aber mal hoffen, dass Stettin nicht so viele Schiffe jetzt hat. Komischen Stack hier. Weiß auch nicht so genau, was ich da mache. Du willst schon wissen, was du machst. Nee. Nur wirklich nicht. Aber ich kann endlich mal wieder was erweitern. Ist doch auch schön, hoffentlich. Hoffentlich. Na gut, dann geht den Umweg. Manchmal muss man Umweg gehen. Naja, ein Stück Papier, was juckt mich das? So, erstmal Stettin hier oben. Ach, perfekt. Ich kann mich weiter nach Sibirien durchfressen. Ich muss da inzwischen fast 2 Jahre warten, bis da mal jemand ankommt, aber hey. Man hat's ja nicht eilig. Schafft ihr das doch? Oh, das wird eng. Ah ja, genau. Den wollte ich jetzt Krieg erklären. Wenn die anderen noch dazu kommen. Scheiße. Gotland hätte ich gerne erobert. Wird nix, oder? Nein, es wird nix. Das war knapp. War knapp, aber habe ich leider verloren. Wer hätte gedacht, dass da unten so viele sind? Oh, ich stelle gerade nicht, egal. Nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Ich habe gerade festgestellt, dass ich noch ein 5000er Stack nicht mit meinem anderen größeren Stack zusammengefügt habe. Aber das passt schon. Britischer Vasall, wie sieht's denn da aus? Oh, du möchtest das gleich. Unit Swing ist auch noch drin, ja? Ja, was reicht mir eigentlich? Naja, ich bin im Krieg und muss halt Frieden verhandeln, ne? Das Übliche. Also, du hast ja dieses riesige Reich gleich genommen, das die KI für dich aufgebaut hat. Ach ja, welchen Indianerstamm kann ich jetzt noch meinen Krieg erklären? Ja, genau. Okay, da ich auch gleich meinen Krieg. Irokesen. Ah, erstmal wird doch von unten nach oben sortiert und vielleicht trifft er über die Irokesen und dann wird er auch aufgeräumt. Ich weiß nicht, die haben mich ziemlich hart. Die hat man, also mich nicht, weil. Aber irgendwie hat meine Kolonie da oben das gar nicht gebacken bekommen, die Irokesen. Mal kurz weiter. So, wie schaut's in Indonesien aus? Können da auch noch schnell den Krieg erklären? Schließlich muss er ja auch. Erstmal alle den Krieg erklären. So, ich hole mir jetzt erstmal einen neuen Vasallen. Auch klein für den Mist, ne? Da könnte ich Krieg erklären. Wo ist meine Flotte? Oder warte mal, kannst du, wenn du. Oder? Geht das? Ihr werdet ein gutes Angriffsziel.
So, einen haben wir schon mal draußen. Ja, das war, eine gute Wahl. So, dann schauen wir mal vorbei. Ja, es funktioniert. Okay, alles gut. Alles bestens. Erstmal ein Steak absnacken und dann ab nach Riga. Ich kann nicht nach Riga, weil Brandenburg mich nicht durchlässt. Sehe ich das richtig? Brandenburg, warum bist du so scheiße? Bloß weil wir Rivalen sind. Musst du mich jetzt nicht hier... Ach, perfekt, Wieburg gewonnen. Komme ich halt von oben nach Riga, ist mir auch egal. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt von Preußen weg? Das ist schon schwierig. Das geht gerade nicht, scheiße. Selektive Zucht, das Marschereich. Irgendwo gab es hier gerade einen Kampf, den ich glaube ich gewonnen habe. Ja. Oh. Wie technologisch. Ja, die sind auf gleichem Niveau. Aber ich habe mehr. Passt schon. Sieg durch Masse, sag ich mal. Hoffentlich. Ich hoffe es wirklich sehr. Kann ich mal meine... Nein, kann ich nicht. Das ist doch kacke. Weil Tunesien hat sich auch mit dem Osmanen verbündet. Ach, der Osmane. Schon schwierig. Wobei, ist schon... Jetzt, wo er nicht mehr mit Nokorod, ist das schon besser, muss ich sagen. So, der Finio. Nutzt für die ganzen kleinen Länder aus. Hat ja keine echten Gegner. Spiele wieder im Easy Mode. Die müssen auch weg. Ja, aber das kann der Osmane auch alleine machen. Da brauche ich nicht. So, jetzt mal hier abfrühstücken, die ganzen Leute. Oh, perfekt. Dann kann ich ja mehr von Sibirien in Beschlag nehmen. Irgendwie spiele ich England, glaube ich, falsch. Ich weiß nicht, wie komme ich meine Armee da wieder raus? Das ist eine gute Frage. Bin ich mal gespannt. Brandenburg wird mich nicht durchlassen.
Hof, denke ich, nehme ich an. Nee, da. Nein, Gott, erstmal das hier.